Und ab ins nächste Gefecht gegen Menschen und Elfen. Wir haben unsere Aufstellung beibehalten. Ich habe jetzt die Kapazität eingestellt, weil das war nun mal einfach bescheuert. Dementsprechend könnte der ja die ganzen Krell spawnen. Jetzt kann man halt nur noch einen haben. Sollte ja auch so sein. Ja, ich habe das Hegel halt nicht reingemacht, aber... Also das ist eine schöne Karte. Krass sieht die aus. Hat man bis jetzt auch noch nie. Nee, hab ich noch nie gespielt. Ja, haben noch nie in einem Chaosgebiet gekämpft. Das ist wohl wahr. Hat's mal Zeit eigentlich. Ja, das kommt ja in unserer großen Teaser, in unserer großen Mortal Empire Kampagne. Da hat unser guter Flunder nämlich sich gegen mir zu behaupten. Pff, das wird das ja. Das wird eine einseitige Sache, ich sag's euch, Leute. Hier muss ich jetzt bloß gut meine Kreuzschleudern beschützen. Warte mal, stellen wir uns hier, wie wir stehen. Ja, nee, ich würde die, dass wir da halt wirklich dann kommen lassen. Ja. Natürlich kann es ja sein, dass sie jetzt von links oder sowas dann kommen. Aber ich berühre gerade die ganze Zeit die falschen Einheiten. So. Ich hau mal die Mörser links, rechts, überall hin. Meine Wölfe noch auf die Seite. Also ich gehe natürlich ein kleines Stückchen vor dann, dass ich vor meinen Kreuzschleudern stehe. Hast du die direkt vorne schon rangestellt? Ja, direkt oder? Komplett vorne, dass die halt bis so weit wie möglich da hinten hinschießen können. Mache ich das auch? Das, weil ich halt meine Armee dann vorrücken will. Okay. Jene Mörser links ist aber komplett ungedeckt, hä? Ja, das ist ja nicht so schlimm. Okay. So, noch ein Spieler. Obwohl wir halt, weil wenn wir eins nach vorne gehen, kann aber auch sein, wir kommen gleich in den Pfeilhörgel des Todes. Ja, ich hab Schilder. Außer er hat kein Schild. Ja. Jetzt müssen wir halt offensiv gehen, weil wir merken, dass er zu viel Artillerie, Fernkampf haben wir nicht. Kann doch ja sein, dass sie jetzt mit verdammt vielen Reitern kommen. Ja, dann stehen meine Kreuzschleuder natürlich ein bisschen hilflos da. Ja, zwei Reiter haben sie auf jeden Fall. Und eine Lafette. Glückwunsch. Aber nicht viel Fernkampf. Geht. So, dann sage ich euch doch mal, was ist so. Hier schießt er mal drauf. Dann schießt ihr mal hier drauf. Weil das ist bescheuert. Das ist nicht glaubbar, wir müssen angreifen. Jetzt macht die Lafette nur Overkill. Ich kümmere mich um die Menschen. Okay, da kommt ein Edler schon angerannt. Der rennt jetzt weg, okay. Ich kümmere mich mit meinem Mörser um die Höllensturmlafette. Oh Gott, dann kommt halt. Schon mitten im Beschuss, nur dass es weißt. Ich sehe das schon. Die erste Einheit ist ja schon komplett platt. Sehe es. Komm jetzt hinten rein bei den Bogenschützen. Yes! Attack the Earth!
mehr durch die Mörser. Die Streitwagen angewandt. Das heißt, kämpfen, nicht blöd rumstehen, mein Freund. Zwei Hauptmänner auf seiner. Okay. Da hat halt da die vier Lafetten hat er halt komplett ausgenutzt. Iron Drake gegen Strahl. Ja, das. Wären wir andersrum positioniert, du gegen Menschen, ich gegen Elfen, wär's wahrscheinlich besser bekommen. Weil die Elfen halt dummerweise viel zu sehr auf uns drauf gebracht haben, ich drauf geschossen haben. Ja, kommt, gibt endlich auf, Leute. Sturmflagge hier vorne. Ich habe auf alle Fälle fast seine Bogenschützen nieder. Viel brauchen sie nicht mehr. Jetzt weiter schießen. Schießt auf das, was euch am besten ins Ziel kommt. Slayers! Ready yourself! Ja, zum Krieger fliehen und von mir erwartet. The clans unite! Unser Zauber. We demand blood! Das sind doch nur Schwerträger. Warum haben meine Zwergenkrieger gegen Schwerträger so wenig zu melden? Mich leicht irritiert. Ready! Kill them all in Fiat's reach! We are relentless! Das ist halt immer noch eine Lafette, die schießt, dann schießt sich hier doch weg. Vorne lüftet sich langsam, bei mir flieht alles. Ja, bei mir nicht. Komm jetzt zu dir, ich falle den Rücken hinten. Sehr schön. Bitte weiter schießen, wenn rechts deine Mörser rechts wird angegriffen. Ach, da komme ich auch nicht drum rum. Die kann ich jetzt auch nicht mehr retten. Ah, es flieht jetzt hier. Ja, bin ich da. Also ich kann sie nicht wählen. Macht eine Linie wieder, Leute. Rennt nicht etwas sinnlos rum. Hier kommen neue Gegner. Die scheiß beschissenen
seine Heldeneinheit machen wir gerade bitte. Die Iron Drake sind jetzt weg, das ist klar. Hier kommen noch Löwen, also die Löwen sind noch voll heil, okay. Da nimmt gerade hinten halt auseinander. Ich versuche halt hier vorne endlich mal. Zur Aufgabe zu zwingen. Von Löwen und von... Na gut, hier. Also meine Artillerie ist weg. Ich hab nur noch drei Mini-Zwerge-Einheiten. Was hat der Lager hier? Das ist da. So, jetzt rennt alles bei mir weg wieder hier. Ja, ich komm zu dir. Jetzt, also viele haben Totenkopf, die fliehen definitiv. Aber wir haben trotzdem noch einige Gegner hier vor uns. Over here, over there. The White Dwarf. Range far, range fast. Hey! What now? Beats are ours. A breast beast. Kann sich aber eigentlich so richtig anzugreifen. Ach, jetzt kommt das Imperium. Ja, Lufteinheit ist schwer zu treffen mit so einem Zauber. Schaffen wir aber das Netherboard. Rein in die Bude! Wir müssen alles geben! Ich kann doch immer meine Artillerie bemannen. Artillerie ist nochmal bemannt. This won't miss fire. Wait. Rage far, rage fast. Rage thrower. For the High King. The White Dwarf. As you say. Das ist ein ganz schönes Chorus. Kampf bis zum letzten, auf jeden Fall. Die haben leider zu viel Heldeneinheiten, deswegen wird es wahrscheinlich nicht zu unseren Gunsten werden. Viel haben sie auch nicht mehr. Ja, aber die Helden haben halt noch zu viel Leben. Ich denke, das werden wir nicht schaffen. Boah, es ruckelt. Die fliehen. Eine Einheit flieht von denen. Ja. At last. Mein Held, also mein Kommandant haut ab. Da kommt auch nicht mal wieder. Ach ne, da wurde getötet, okay. Also mein Kommandant wurde gekillt. Gut, dein Graf Noctius hat ja noch volles Leben. Kann da noch Einheiten beschwören? Nee. Aber da wird jetzt auch einfach nur noch so Stücke gerissen, nehme ich mal an. Ja, wir verlieren einen Boden. Wer hätte es gedacht? Wenn ich noch die Möglichkeit hätte, Einheiten zu rufen. Ehrlich.
Ja, es sind die einzige, was noch leben, bei denen sind. Ja, na, aber das sind aber Haufen Heldeneinheiten wieder, ja, ne? Ja. Das sind eigentlich, das ist auch wieder so ein Ding. Das ist meiner Meinung nach schon fast zu viel wieder. So, jetzt hauen sie ab. Du hast 5, 6 solche Heldentypis. Das ist einfach. Ja, dafür hat er aber nichts anderes gehabt. Aber knappes Ding. Knapp, knapp, knapp. Ja, wäre die Kombination andersrum gewesen, dass ich vor den Elfen stände und du vor den Menschen, ich denke, da hätten wir bessere Karten gehabt. Ja. Weil... Hat der einmal 4 Hellensturm da fetten. Ich habe halt den Fehler gemacht. Also, da hat er halt alleine drei solche verschissenen... Vor allen Dingen, das verstehe ich halt nicht irgendwie. Also ich habe... Na gut, ich habe die Wächter der Tiefe, die kosten halt echt viel. Aber wenn ich sehe, dass die Typen sogar fliegen können, also mit Flug, dass das überhaupt geldlich möglich ist, dann noch 4 Sturmlafetten und so, das kommt mir irgendwie so übertrieben vor. Ich kann ja das Geld noch ein bisschen runtersetzen. Nee, aber ist dir das im Verhältnis? Ja, nein. Kostet. Der Flugeinheit wird 400 mehr kosten. Ja, aber das kann ich nicht gleich. Also ich weiß nicht, wie. Also mir kommt das manchmal ein bisschen komisch vor, wenn das alles fliegt noch dazu. Ja, das eine, das andere Flugzeug vor allem, war ja die Alariel. Ja, ich bin der Meinung, es war schon gerecht aufgeteilt. Ich würde sagen, wir machen erstmal einen Stopp. Aber echt. Und trotzdem ist es interessant, weil man, wie gesagt, man spielt mal gegen Spieler, nicht gegen KI. Auf jeden Fall. Und wir wissen natürlich, wo wir noch besser werden müssen, beziehungsweise was uns noch nicht so ganz hinhaut. Dementsprechend sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann.